jetzt habe ich euch noch eine Geschichte mitgebracht. Die habe ich deshalb ausgesucht, weil ich nämlich auch so gern Schokoladenhasen esse. Und wisst ihr, wie ich das dann immer mache? An Ostern packe ich die Schokoladenhasen aus dem Papier und dann beiße ich zuerst in die Ohren. Das schmeckt besonders gut. Und jetzt habe ich die Geschichte mitgebracht, der größte Schokoladenhase. Dann hüpf mal raus, mein Lieber, sagte Direktor Löffel fröhlich und öffnete die Autotür. Er ist Chef der größten Schokoladenfabrik im Hasenland und Löffels Schokoladenhasen sind weltweit berühmt. Heute darf sein Sohn Kalle mit zur Arbeit, weil der Kindergarten geschlossen hat. Das kennt ihr ja, ne? Dass der Kindergarten immer geschlossen hat. Schokolade, jubelte Kalle. Die Fabrikhalle ist riesig. Es zischt, stampft und rattert. Und es duftet. Denn hier werden die Schokoladeneier und Schokoladenhasen gemacht. In allen Größen und Geschmacksrichtungen. Da kommt Frau Heidemann, die Sekretärin, angerannt. Herr Direktor, Telefon. Der Schokoladenminister ist am Apparat. Sofort eilt Direktor Löffel ins Büro. So ist das nun mal. Der Chef der größten Schokoladeneierfabrik hat immer viel zu tun. Und was macht Kalle? Ob ich hier einen leckeren Schokoladenhase kriege? Überlegt sich Kalle und hoppelt durch die nächste Tür. Komisch, hier werden Bilder gemalt. Habt ihr gerade Pause? Fragt Kalle. Die Hasen lachen. Nein, antwortet einer. Wir sind Designer. Wir denken uns die neuen Eier und Schokoladenhasen aus. Kalle malt einen Hasen auf eine große Tafel und hoppelt wieder raus. Vor der Verpackungsmaschine bleibt Kalle neugierig stehen. Das sind sie, die Schokoladenhaseln. Sie ruckeln über das lange Fließband und von allen Seiten kommen Arme und Greifer mit Glitzerpapier und wickeln sie ein. Es klackert und raschelt. Das sieht ganz einfach aus. Ob das auch mit meinem Hasi klappt? Fragt sich Kalle und stellt seinen Stoffhasen aufs Band. Es klappt, sieht aber komisch aus. Und die Maschine ist ganz durcheinander geraten. Oh je, die Glitzerpapiere werden jetzt falsch gewickelt. Schnell weg, bevor die Arbeiter am Fließband etwas bemerken. Kalles Papa kommt um die Ecke gebogen. Da bist du ja, sagt er und streichelt Kalle über die Ohren. Sie stehen neben einer Maschine mit besonders vielen Knöpfen. Darauf sind bunte Bilder von allen möglichen Köstlichkeiten. An der Maschine darfst du nicht rumspielen. Hier werden die verschiedenen Zutaten in die Schokolade gemischt, erklärt er. Chef, wir haben ein Problem mit der Verpackungsmaschine, ruft ein Arbeiter. Können Sie mal schauen? Und schon ist Direktor Löffel wieder weg. Ich möchte ja nicht spielen, ich möchte ja nur ausprobieren, denkt Kalle und drückt ein paar Knöpfe. Alles, was ihm schmeckt. Zitrone, Pistazie, Sahne, Himbeere, Erdbeere, Haselnuss. Nichts passiert. Schade. Und wo ist jetzt die Schokolade, denkt Kalle? Er entdeckt eine große Leiter und klettert hinauf. Ah, das ist der große Schokoladentrog. Er duftet voll flüssiger Schokolade. Ein bisschen probieren wird ja wohl erlaubt sein, überlegt sich Kalle. Er beugt sich tief hinunter und tunkt seinen Finger hinein. Aber plötzlich verliert Kalle den Halt und fällt patsch in die Schokolade. Hase im Trog, ruft jemand. Schon kommen zwei Arbeiter und ziehen ihn heraus. Geht es dir gut? Fragt Kalles Papa besorgt. Ja, natürlich, sagt Kalle. Er ist von den Ohren bis zu den Füßen mit Schokolade begossen. Er leckt an seinen Fingern und strahlt. Das schmeckt lecker. Nach Zitrone, Pistazie, Sahne, Himbeere, Erdbeere und nach Haselnuss. Kalle, sagt ein Arbeiter lachend, du bist der größte Schokoladenhase der Welt. Zum Glück gibt es in der Fabrik auch eine Badewanne. Kalle sitzt im Schaum, sein Papa schrubbt ihn gründlich ab und Kalle denkt, das ist das Schönste vom ganzen Tag. Würdet ihr auch gerne mal in so einen Schokoladentrog fallen wollen? Ja, ich schon. Man kann trinken. Jetzt wünsche ich euch, liebe Kinder, ein wirklich frohes Osterfest. Ich wünsche euch viel Sonne und dass ihr draußen bei Sonnenschein mit Mama und Papa ganz viele Ostereier findet.
Tschüssi, bis bald. Eure Kerstin Schöniger.